Vielleicht kriegen wir es aber einigermaßen gleich hoch. Ja, das müsste, glaube ich, klappen, ne? Ja, easy. Guck mal, die Autos fahren unter der Autobahn. Lul. Warte. Hier ganz kurz die Richtung ändern. Passt. So. Wie läuft das jetzt hier? Kommen die da auch überall hin, wo sie hinwollen? Ja, ne? Wenn du von hier kommst und möchtest da hoch, fährst du hier lang, fährst hier runter, da fährst du wieder drauf. Ich glaube, das ist doch gar nicht mal so schlecht vielleicht. Ich meine, das löst diese Ecke hier hinten nicht, ne? Das löst die Ecke da hinten nicht. Da müssen wir uns noch irgendwas überlegen. Das gefällt mir auch noch nicht. Da müssen wir noch mal gucken, was wir da am besten machen. Es wäre aber immer noch zu überlegen, ob man diese fette Autobahn nicht weiter durch die Stadt führt. Mal gucken. Okay. Vor dem Y-Stück würde ich nur auf zwei Spuren erweitern und fertig. Vor dem Y-Stück? Was? Noch ein Stück weiter nach hinten. Oder ist es jetzt zu weit gewesen? Kann sein, dass es zu weit war. Ist aber eigentlich auch Wayne. Hauptsache, es ist einigermaßen gleich. Ansonsten passt das. Die ganze Stadt aber eine Baustelle, ja, aber echt. Ist aber auch komplett alles im Arsch. Was macht denn das da? Weiß ich nicht. Okay, das haben wir. Jetzt müssen wir hier nochmal gucken, wie wir das jetzt hier wieder connected kriegen. Was sagt da? Autobahn, doppelspurige Autobahn hier durch die Stadt führen? Ja, nein. Und wie enden wir hier hinten? Das ist ja auch das Spannende. Ja, doppelte Autobahn durchballern, ne? Ja, ich bin da auch hart für, glaube ich. Ich glaube, ich bin da auch für. Oh, Tobi textet, habe ich gar nicht gesehen. Oh Gott, ich glaube, er ist schon lange weg wahrscheinlich, ne? Ich habe es gar nicht gesehen, da kam ein Raid von Tobi textet rein. Ich danke dir vielmals. Ich habe es nicht gesehen. Ich bedanke mich auf Twitter. Ich habe es vollkommen übersehen, weil wir so in der Autobahn drin waren. Um Gottes Willen. Ja, wir waren voll im Fokus, voll im Tunnel. Ich bedanke mich auf Twitter. Ich bedanke mich auf Twitter. Oh Gott. Ganz viel Liebe, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Auch wenn ich es nicht mitbekommen habe. Verdammt. Okay, come on. Wir ziehen das jetzt durch. Until the bitter ending. Was ist denn hier entstanden, Alter? Guck mal. Hä? Was ist denn das? Was? Hamilton Residenz. Bin ich froh, dass wir so viele verschiedene Gebäude hier haben. Das sieht ja wild aus. Ja, Torin, ich glaube, die findet das ziemlich nice. Um nicht zu sagen, ziemlich nice. Also, pass auf. Autobahn. Nee, hör auf mit die Kurven. Wo ecken wir an? Hier. In aller Linie erstmal ecken wir hier an. Ja, da kommt die Straße halt einfach weg. Pech gehabt. Oh, das sieht schon mal gut aus.
ziehe sie erstmal bis hier. Ja, heult ihr mal rum, ist mir egal. Ui, gleich sind die ganzen Plattenbauten weg, lol. Lärmschutz wäre zu empfehlen. Ja, das können wir gleich machen. Können wir gleich machen. Ich muss nur gerade mal gucken. Ach, wegen dem Wasserding hier. Warte. So. Okay. Okay, irgendwo ditchen wir nochmal an. Bis hier geht's. Hier ver. Ach, die Straße. Ja, gut, dann ist die Straße halt leider auch weg. Ja, da freut ihr euch, ne? Oh ja, endlich ist diese nervige Straße weg. Ja, voll gut, geil. Endlich nicht mehr diese nervige. Oh. Ja, nicht nur die Straße ist weg. Hey, was geht? Voll gemein. Du kommst in die Hölle! Mama, was macht der Brückenpfeiler vor unserem Fenster? Oh, ich hätte die doch ein bisschen höher bauen müssen, ich Experte, ne? Toll! Ich habe die Straße zu niedrig gebaut. Da passen keine Straßen drunter durch. Ja. Das ist, das nennt man jetzt Karma, würde ich sagen, ne? Hier drüben übrigens genau das gleiche. Die Straße muss viel höher. Doch, da passen doch keine Straßen drunter durch, Alter, oder? Nee. Niemals passen da Straßen drunter durch. Echt? Das ist ja wild. Oh ja, Tatsache, hier ist ja auch eine Straße. Oh! Okay, vielleicht sollte ich einfach Feierabend machen für heute. So, ich bleibe dabei. Die spannende Frage ist jetzt. Was machen wir hier? Das ist ja eigentlich unser Kernproblem. Ich bin gerade am Überlegen. Theoretisch gesehen wäre es ja möglich. Ich überlege gerade hier, die Autobahn einfach hier so lang zu führen. Mit einer Kurve und einer Brücke hier drüben lang. Und hier wieder zurück. Weil wir ja in Bälde hier dieses Gebiet kaufen wollen. Und dann hier wieder zurück auf die Autobahn. Und dann gucken, dass wir irgendwie Abfahrten machen. Diese Abfahrt hier komplett weg. Und dann müssen wir hier irgendwie mit Abfahrten arbeiten. Die beiden Straßen getrennt mit ihren Einbahnstraßen Richtung an den Kreisverkehr anschließen. Die Straße darf nur von Liegenfahrrädern benutzt werden. Problem gelöst. Oder den Kreisverkehr auch oberhalb verlaufen lassen und daran die Abfahrten. Du meinst den Kreisverkehr einen nach oben setzen und dann. Aber das Problem ist doch, in so einem Kreisverkehr kannst du doch gar nicht so schnell fahren. Das heißt, die würden im Kreisverkehr dann abbremsen. Der Verkehr staut sich wieder ewig nach hinten. Das geht, glaube ich, nicht, oder?
Kreisverkehr nach oben setzen. Ihr seid ja crazy, ey. Ich meine, wir können es probieren, ne? Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir wollen die Autobahn ja, die soll ja sowieso weitergehen, ne? Das, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Wir brauchen auf jeden Fall Lärmschutzwände. Das können wir gerade nochmal machen. Was mache ich hier? Ist das schon mit Lärmschutzwänden? Ach, wir haben schon Lärmschutzwände. Okay, wir haben die schon... Haben die schon genommen? Das sind doch keine Lärmschutzwände. Sind das schon Lärmschutzwände hier, oder was? Okay, ich dachte irgendwie, die wären größer, aber okay. Ja. Okay, ich ziehe mal die Autobahn ein bisschen weiter. So quasi hier so drüber. So. Bis hier. Und hier. Ja, das finde ich ja scheiße. Ich finde auch so viel scheiße, ne? Und ich meine, theoretisch gesehen könnten wir die dann schon, jetzt, weil wir ja halt so crazy unterwegs sind gerade. Gut, hier jetzt vielleicht nicht. Gut, vielleicht ein bisschen übertrieben. Ist der Knick heftig? Oh, ein bisschen vielleicht, ne? Es hält sich in Grenzen. Scheiße. Ich meine, wir haben genug Geld zum Ausprobieren, ne? So ist nicht. Ich ziehe nochmal ein Stückchen zurück und dann können wir hier nämlich früher mit dem Genick, mit dem Knick schon anfangen. Ich glaube, so geht's, oder? Ja, ein bisschen. Ist halt immer noch ein bisschen, ne? Aber was soll ich machen? Ich meine, da ist der sowieso, ne? Da ist der sowieso. Wegkriegen wir den nicht ganz. Vielleicht sollte ich mal dieses blöde Kackdings, dass das hier immer connected ausmachen. Jetzt sehr weit auseinander. Es geht eigentlich, ne? Dafür, dass ich das per Hand gemacht habe, ist es gar nicht mal so schlecht. Gut, die geht hier geht's ein bisschen weiter auseinander vielleicht. Aber das ist schon okay. Ja, ich meine, wie gesagt, so ein bisschen Knick ist da halt drin, aber das geht eigentlich. Das kann man schon fahren, ne? Das ist nicht so... Das ist nicht so. Kriegt man das nochmal weg? Kann das nochmal schöner machen? Wir probieren es mal.
Ja, wir machen zwei rein, genau. Aber wenn die schon mal gebremst haben, ist das kein Problem, weißt du? Jetzt muss ich nur noch so machen. Ich meine, den Knick haben wir drinne. Da können wir jetzt nicht mehr viel machen. Pech gehabt. Sollen sie halt langsam fahren. Das ist nicht mein Problem. Ich stelle einfach ein Schild auf. Vorsicht, Knick. Das ist wie in Deutschland. Da machen die das auch so. Vorsicht, steile Kurve. Ja, so schlimm ist der Knick gar nicht, ne? Let OP Drempel, ja. Nimm das Kurventool, setz an der geraden Straße an, klicke und zieh bis zur gestrichenen Linie, welche vor der Kurve kommt. Dann hast du eine feine Kurve. Ja? Nimm das Kurventool. Welches ist das? Gebogene Straße oder freie Straßenform? Gebogen. Falsch, ne? Ich sehe, ein bisschen Knick wirst du da drin haben. Ne? Dafür hätten wir den Winkel einfach größer machen müssen, glaube ich, von der Kurve. Das ist einfach so. Ich glaube, das geht nicht anders. Wir lassen das jetzt so, wirklich. Ist vollkommen wurscht. Jetzt ist zwar jeder Abschnitt ein bisschen breiter, aber es ist vollkommen egal. Wir lassen das einfach so. Die fahren ja sowieso, es gibt ja keine Unfälle. Es ist vollkommen egal. Viel wichtiger wäre nur die Abfahrten. Aber die machen wir, glaube ich, nicht mehr heute. Ich connecte hier mal den Strom wieder, dass die da drüben... Achso, die Fahrrichtung, warte. Stimmt, du hast recht. Die Fahrtrichtung, die stimmt aber. Auf der einen Seite zumindest. Muss ich mal gucken, da geht's da lang und da geht's hier lang. So. Okay.
Ja. Das sieht doch nicht schlecht aus, oder? Wie gesagt, nächste Mal müssen wir auf jeden Fall nur die Abfahrten machen. Jetzt haben wir hier zwei fette Kreuzer reingebaut. Das ist sehr interessant. Das wird noch lustig. Ja, das wird auch noch lustig. Ich sage, ich glaube, das größte Highlight in dem Spiel ist wirklich der Straßenbau, ne? Ich glaube, so das ist irgendwie so das größte Ding in dem Game. Kann man die auch nach unten legen eigentlich? Nee, das geht nicht. Nur hoch. Ja, wir müssen das leider erstmal noch so lassen. Warum ist das jetzt am höchsten? Okay, Strom läuft wieder und Straßen müssten jetzt eigentlich auch so einigermaßen laufen. Glaube ich. Wir haben halt nur von der Autobahn runter keine Abfahrten. Da müssen wir uns beim nächsten Mal genau überlegen, wo wir die hinsetzen. Und dann haben wir immer noch da hinten das Problem. Wir haben jetzt zwar das hier gelöst, aber das hier noch nicht. Das könnte noch lustig werden, wobei wir eigentlich diese Auffahrt hier... Könnten wir diese Auffahrt nicht hier so einfach auf diese Straße hier, also in diese Straße integrieren? Das dürfte doch eigentlich keinen Stau geben. Weil wir keine Kreuzung mehr haben, hier vorne. Oder? Doch, natürlich kann das noch Stau geben, weil die Autos von hier her noch weiterfahren. Doch, das kann immer noch einen Stau geben. Boah, diese Ecke hier drüben macht echt Kopfschmerzen, ne? Industrie wollen wir eh umbauen, das ist klar, aber erstmal haben wir diesen Stau hier halt noch, ne? Ich meine, erstmal ist der noch da. Erstmal. Oh ja, wir sind aber ganz gut weit gekommen, glaube ich. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Wie gesagt, wir haben aber eine fette Autobahn, die mittlerweile durch die Stadt geht.